Erklär bitte einmal in 3 bis 5 Sätzen, wer du bist und was ihr bei Taste of Malawi macht. Ja, sehr gerne. Ich bin Jana Pieske. Ich habe im Jahr 2014 gemeinsam mit einem malawischen Partner das Projekt Taste of Malawi gegründet. Und Taste of Malawi ist eine Organisation, die auf europäischer Seite Studierenden zeigen möchte, wie soziales Unternehmertum funktionieren kann. Und auf malawischer Seite bieten wir jungen Frauen eine Ausbildung zur Schneiderin an. Und das ergänzt sich ganz prima, weil so auf der einen Seite wir eben die Produkte, die Mode vermarkten und eben so die Grundzüge von sozialem Unternehmertum lernen können. Und auf der anderen Seite eben die Frauen ihre Kenntnisse ausbauen können. Und da lernen wir eben gemeinsam interkulturell, international. Seid ihr denn nur in Deutschland vertreten, also vom europäischen Team, oder arbeitet ihr da tatsächlich international verteilt? Nee, tatsächlich arbeiten wir international verteilt. Auf der einen Seite haben wir Leute in Kanada, in Japan, in Großbritannien, in ganz Deutschland, im ganzen Bundesgebiet, und ich selber lebe in Spanien. Kennt ihr euch alle persönlich? Nee, so ganz physisch persönlich nicht. Wir arbeiten rein digital. Dazu haben wir uns entschieden, weil wir alle sehr reisefreudig sind und viel umziehen. Ich selber wechsle auch regelmäßig meinen Wohnort. Und auch der Rest im Team sind alles sehr junge Menschen, die gerne reisen. Das heißt, wir sind überall unterwegs. Und deswegen ist es super schwer, sich persönlich zu treffen. Manchmal passiert es dann, wenn ich dann in Berlin bin, dass man sich mal kurz trifft und sagt, hey, ich bin in Berlin, jetzt arbeiten wir schon ein Jahr zusammen und haben uns noch nie persönlich getroffen. Können wir uns mal kurz treffen, und dann trifft man sich. Und das ist total spannend, weil im Grunde hat man schon ein Jahr zusammengearbeitet und man hat das Gefühl, man würde sich persönlich kennen. Gerade die Stimme kennt man schon, die Person hat man gesehen über die Kamera. Aber dann in dem Moment, wo man sich tatsächlich physisch in der Realität offline trifft, ist es was ganz Verrücktes, weil man die Person noch nie tatsächlich gesehen hat, aber das Gefühl hat, man kennt die Person schon richtig gut. Wie laufen eure Meetings ab? Nach einer gewissen Struktur oder wird einfach spontan drauf losgelegt? Wir haben regelmäßige Meetings. Wir treffen uns einmal im Monat. Das weiß auch jedes Teammitglied. Das sind Reporting-Meetings. Da geht es darum, dass jedes Team kommt und erklärt, was sie gemacht haben. Die Meetings sind immer auf 1 Stunde begrenzt. Das liegt daran, dass man sich dann besser die Zeit frei halten kann. Es arbeiten alle ehrenamtlich bei uns. Das heißt, jeder muss natürlich auch sich die Zeit nehmen dafür. Das heißt, es ist super wichtig, dass wir diese zeitliche Begrenzung ganz klar haben. Und dann fangen wir meistens an mit so einem Smalltalk, ich nenne es immer Türrahmengespräche. Da haben wir dann eben immer die Situation, die man auch bei normalen Meetings im Büro oder in anderen Vereinen hat. Das ist so dieses Gefühl, wenn alle eintrudeln, die ersten 10 Minuten, manche kommen zu spät, manche sind vorher da. Und dann kann man sich ein bisschen inoffiziell austauschen, ein bisschen quatschen, wie es so läuft im Leben. Und danach geht's los, und da haben wir schon eine Struktur. Wir fangen immer an mit einer Runde, wo jeder erzählt, wie er gerade hier ist, weil bei digitalen Teams hat man natürlich nicht die Möglichkeit zu sehen, welche Stimmung die Person hat, mit welcher Stimmung man kommt, weil jeder kann eine Stunde lang lächeln von der Kamera. Und da ist es eben total wichtig, sich einmal kurz abzudaten, wie läuft es gerade bei dir im Leben, wie bist du gerade hier, geht es dir gut, geht es dir schlecht, und jeder hat kurz die Möglichkeit, mit einem Satz oder zwei zu sagen, wie er da ist. Wenn wir die Runde geschafft haben, geht dann das offizielle Meeting mit dem Reporting los. Jedes Team erklärt eben einmal in 5 bis 10 Minuten, was sie im letzten Monat gemacht haben und was sie im folgenden Monat zu tun haben. Und nach den Meetings gibt es dann noch einen Abschluss, wo wir die neuen To-Dos zusammenfassen, was wir jetzt in der kommenden Zeit machen werden oder eben Entscheidungen gefallen werden. Und dann ist das offizielle Meeting vorbei. Und dann gibt es immer noch ein einstündiges Meeting, wo Leute, die Lust haben, an einem Thema nochmal speziell vertieft zu arbeiten, nochmal freiwillig länger bleiben können. Weil das erste Meeting ist eben eher Reporting und das zweite ist dann eben eher im Sinne von Kollaboration. Aber sich 2 Stunden freizuhalten, ist natürlich auch viel verlangt. Das heißt, der zweite Teil ist immer freiwillig. Wer leitet das Meeting und wie sieht deine Rolle als Gründerin während der Meetings aus? Ich leite die Meetings, ich mache dann die Moderation. Häufig gibt es dann eben auch Rückfragen. Wir haben und die Probleme gehabt, was können wir machen? Oder irgendwie ähnliche Sachen, die im Team besprochen werden müssen. Das moderiere ich dann, gucke eben, dass alles irgendwie in dieser Struktur abläuft, wie ich das eben besprochen habe, wie ich das erklärt habe. Und ja, meine Rolle
Ja, meistens bin ich dafür da, diese Struktur und diese Strategie, die wir uns gesetzt haben, über das Jahr weiter zu verfolgen, dass es im Meeting nicht verloren geht, immer wieder an unsere Vereinsziele zu erinnern, wenn es irgendwie Fragen gibt und zu schauen, dass jeder regelmäßig seinen Teil dazu beiträgt, regelmäßig updatet, was passiert ist von seinem Team. Das ist so meine Rolle. Und natürlich gebe ich auch mein Reporting ab. Ich habe ja auch 10 Monate gearbeitet. Ich habe auch meine 10 Minuten, wo ich dann erzähle, woran ich gearbeitet habe und was jetzt ansteht. Wenn jemand nicht anwesend ist, wie bekommt er dann neue Informationen? Es wird Protokoll geschrieben, wie bei jeder Mitgliederversammlung, denke ich, auf der ganzen Welt. Und das wird danach verschickt. Natürlich gibt es da das Problem, dass manche Leute es sehr schwer fällt, sich hinzusetzen und ein Protokoll durchzulesen. Das ist tatsächlich auch die Herausforderung, die wir haben. Wie schaffen wir das, dass die Leute es tatsächlich lesen, dass irgendwie auch alle informiert sind? Ich erwische immer mal wieder jemanden, der es nicht gelesen hat, obwohl dann immer alle sagen, ja, ich sollte es eigentlich lesen und habe ich aber nicht. Ich fühle mich dann immer ein bisschen schlecht, aber im Grunde ist es so der einzige Weg, der uns eingefallen ist, wie wir da die Leute auch immer wieder auf den neuesten Stand holen können, indem wir dieses Protokoll online stellen. Welche Vorteile haben denn Online-Meetings für euch, beziehungsweise deiner Erfahrung nach auch? Für mich persönlich ist der Vorteil, dass ich weiter meiner Leidenschaft dem Reisen nachgehen kann, dass ich eben ohne Probleme in unterschiedlichen Ecken der Welt leben konnte und nie meine Vereinsarbeit sein lassen musste. Ich konnte es immer weiterführen. Ich war seit der Gründung bis heute die ganzen 6 Jahre immer erste Vorsitzende vom Verein und musste das nie niederlegen, obwohl ich ein Auslandssemester in Costa Rica gemacht habe, obwohl ich in Spanien lebe, obwohl ich andauernd auch innerhalb von Deutschland den Wohnort wechsle. Und ich kann das weitermachen. Das heißt, wir haben im Team eine unglaubliche Freiwilligenbindung. Alle Leute, die sich bei uns engagieren, sind wirklich schon über viele, viele Jahre dabei. Obwohl wir alle sehr jung sind. Wir sind alle Studis oder Berufsanfänger, die eigentlich recht häufig aus Vereinen ausscheiden. Aber bei uns haben wir es geschafft, dass die über 4, 5 oder auch schon die ganzen 6 Jahre bei uns mitwirken. Obwohl die einmal quer durch Europa oder quer über die ganze Welt gereist sind. Und das ist für mich die große Chance, die wir haben, weil wir super coole Leute, super talentierte, professionelle Menschen haben, die wir nicht verlieren, weil sie ihren Wohnort wechseln. Welche Herausforderungen bringen Online-Meetings mit sich? Außer jetzt das mit dem Protokoll lesen. Ja, Protokoll lesen, genau. Einmal ist es tatsächlich eine große Herausforderung, alle Menschen immer auf den neuesten Stand zu bringen, aber ich glaube, das hat man auch bei physischen Mitgliederversammlungen. Wenn jemand nicht kommt, dann kommt er nicht und dann, wenn er nicht das Protokoll liest, weiß er nicht, worum es ging. Eine andere Herausforderung ist, dass wenn man sich digital trifft, in einem Skype, es immer schnell eine Arbeitsatmosphäre kommt. Viele benutzen ihren Computer, um zu arbeiten und setzen sich davor, so okay, jetzt bin ich im Arbeitsmodus und jetzt arbeite ich. Und unsere Meetings, hat man ja auch schon gemerkt, dieses Reporting-Meeting geht auch sehr viel um Arbeit. Es geht darum, ich sage, was ich gemacht habe und ich lege die nächsten To-Dos fest. Aber Vereinsarbeit ist ja nicht nur Arbeit, sondern noch viel, viel mehr. Und dieses Teambuilding, diese schönen Momente gemeinsam zu kreieren, das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, weil man in Videokonferenzen schnell dazu neigt, zu sagen, okay, wir machen es jetzt professionell und schnell und effizient. Und aber in einem Team muss nicht alles effizient und schnell und besonders gut sein, sondern es muss manchmal auch einfach schöne Momente geben, besonders angenehm oder auch mal das Gefühl haben, hey, wir können uns jetzt mal Zeit lassen. Und das ist vom Computer schwierig. Und da sind wir selber gerade ein bisschen am Ausprobieren, was gute Wege sind. Zum Beispiel versuchen wir, Freizeitaktivitäten zu gestalten, die wir gemeinsam machen. Wir haben zusammen eine Netflix-Watch-Party gemacht, wo wir gemeinsam einen Film geschaut haben und danach diskutiert haben. Oder wir machen jetzt alle 2 Wochen einen Mega-Chill-Out, heißt das. Also wo wir uns alle zusammensetzen und eine Stunde einfach quatschen, Unsinn machen, unterschiedliche Online-Spiele spielen. Einfach um einen Raum zu geben für diese gemeinsamen Wohlfühlmomente. Wie ist es denn für dich, ein Team virtuell zu führen? Ich finde das Thema total spannend. Ich brenne für das Thema. Mir macht das Spaß. Ich sehe auch ganz viel Potenzial dafür. Ich arbeite gerne vom Computer. Ich finde unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Ländern, von unterschiedlichen Hintergründen total spannend.
Und ich glaube, dass wir da ganz viel Potenzial haben, um super spannende Teams aufzubauen. Nicht nur in der Vereinswelt, auch in der Berufswelt. Man muss eben schauen, wie man es gut macht, wie man es hinbekommt, dass tatsächlich ein Team entsteht und nicht eine Masse an Einzelkämpfern. Und ich finde das Thema spannend und ich bin davon überzeugt, dass es gut klappen kann. Und ich finde auch, dass unsere Arbeit ein gutes Beispiel dafür ist, wie das gut klappen kann. Und die Welt ist groß, auch die Welt ist der digitalen Teamarbeit, des digitalen Teammanagements. Und man kann ganz viel lernen und ganz viel entdecken. Und ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel, viel mehr Vereine, Organisationen und Unternehmen diesen Schritt wagen und eben ihre Türen öffnen für die ganz vielen spannenden Menschen, die sie damit für ihr Team gewinnen können. Ja, durch die aktuelle Lage mit der Corona-Krise mussten ja viele Unternehmen gezwungenermaßen auf Online-Meetings wechseln. Hat sich die Corona-Krise denn für euch und auch eure Meetings irgendwie ausgewirkt, weil ihr seid ja schon von Anfang an virtuell unterwegs? Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man so sagen darf, aber die Corona-Krise hat sich fast schon positiv ausgewirkt auf unsere Zusammenarbeit, weil wir einmal hat sich an unserer Arbeit nichts geändert, außer dass alle Mitglieder mehr Zeit vom Computer saßen und schneller erreichbar waren. Das heißt, in diesen 2 Monaten gab es super viel Aktivität in unserem Verein. Also jeder hat super schnell gearbeitet. Man hat irgendwie gemerkt, die Leute sind zu Hause, sitzen da und haben Zeit, ne, auch aufgrund von Social Distancing, und haben einfach Lust, an diesen Aktivitäten teilzunehmen und sich zu engagieren. Und wir haben in den 2 Monaten so viel geschafft, wie schon lange nicht mehr. Also es war wirklich schön. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch noch weiter so aufrechterhalten können, jetzt auch wenn der Sommer anfängt und man eigentlich Lust hat, rauszugehen. Und eine andere Entwicklung, die wir gesehen haben, ist, dass ganz viele Vereine und junge Unternehmen damit strugglen, Herausforderungen sehen, wie man eben digital arbeiten kann. Und deswegen haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, Verlinkt heißt die, wo wir eben jungen Unternehmen und Vereinen helfen, wie sie eben auf die digitale Zusammenarbeit umstellen können. Dort gibt es unterschiedliche Infos, weil wir einfach unsere Erfahrungen aus den letzten 6 Jahren gerne auch teilen wollen mit anderen Leuten, die sich jetzt dafür interessieren und die jetzt notgedrungen in die digitale Zusammenarbeit einsteigen. Was würdest du dir in Zukunft wünschen? Ich wünsche mir, dass ganz viele Teams den Schritt wagen und ganz viele sich das trauen. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür.